So, ich möchte jetzt zeigen, wie man ein Inhaltsverzeichnis automatisch erzeugen kann. Dazu ist es erst einmal notwendig, sich den Text anzuschauen und dann hier wieder mit Formatvorlagen zu arbeiten. Ich gehe das jetzt hier durch und werde dann hier zum Beispiel die erste Überschrift nehmen und werde sie hier jetzt formatieren mit einer Formatvorlage. Und hier habe ich schon voreingestellte Überschrift 1 zum Beispiel. Dann gehe ich hierher und sage, das ist die oberste Überschrift und dann darunter, vielleicht etwas weniger bedeutsam, weil sie weiter im Text hinten folgt, mit Überschrift 2 hier die Formatierung vornehmen. Dann schaue ich weiter, wo ich noch eine Überschrift vielleicht entworfen habe. Hier zum Beispiel noch einmal eine, markiere sie wieder, mache wieder Überschrift 2, gehe jetzt hierher, markiere diesen Bereich und dann mache ich vielleicht vorne noch eine Überschrift. Füge ich jetzt eine ein und mache jetzt hier dann vielleicht eine Überschrift 3 daraus. Man sieht, dass die hier gleich ein anderes Aussehen angenommen haben, diese Überschriften. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle das Inhaltsverzeichnis einfügen. Ich gehe jetzt hier auf Einfügen Verzeichnisse und hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich wähle mir jetzt den Eintrag Verzeichnisse und gehe hier dieses Fenster auf. Man kann dann für sich das hier so belassen, klicke auf OK und du siehst, dass hier dann inklusive der Seitennummern hier genau diese Zeilen dann angeführt werden hier im Inhaltsverzeichnis, die ich vorher mit der entsprechenden Formatvorlage formatiert habe. Wenn ich jetzt nicht zufrieden bin mit dem Aussehen hier zum Beispiel, dass ich hier im Text zum Beispiel Times and Roman habe und hier bei der Überschrift Areal, kann ich wieder hierher gehen in die Formatvorlage. Und dann hier mit der rechten Maustaste die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Man könnte hier zum Beispiel dann das Ganze umändern, eine andere Schriftart zum Beispiel nehmen. Nehmen wir an Times Roman. Gebe dann hier zum Beispiel an 12 pt. Gehe hier auf Abstände zum Beispiel, könnte ich den Abstand verändern oder eben gleich belassen. Klicke auf OK und schon hat sich hier dann auch das Aussehen verändert. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, und hier hinten nochmal eine neue Überschrift einfügen würde, erzeuge ich jetzt einmal eine künstliche, dann gehe ich jetzt hierher, wähle meine entsprechende Überschrift aus, zum Beispiel Überschrift 2, und gehe jetzt hierher und sehe, dass hier sich noch nichts getan hat. Ich könnte jetzt hierher gehen mit der rechten Maustaste, habe ich vorher hineingeklickt, rechte Maustaste, Verzeichnis aktualisieren, und du siehst, dass hier dann dementsprechend dann auch dann das Inhaltsverzeichnis sich dann verändert hat. Und somit kann man dann auch sehr bequem später im Text arbeiten, eine Überschrift hinzufügen oder hier zum Beispiel den Text weiter nach hinten verschieben, ganz weit nach hinten. Dann kann man das ebenfalls hierher gehen und könnte hier dann das Verzeichnis aktualisieren. Du siehst, dass sich hier auf der rechten Seite dann auch die Seitenzahlen dann automatisch angepasst haben. Du musst dich also nicht mehr wirklich darum kümmern, auf welcher Seite etwas ist. Das Inhaltsverzeichnis, wenn du es immer wieder aktualisierst, wird den aktuellen Stand dann deines Dokumentes dann zeigen.